gehen, es wird mir nichts gesagt, hier steht die Wegbeschreibung. Diese Tür führt zu den unteren Märkten, durch die oberen Märkte hindurch und am Präsidium vorbei gelangen sie zur C-Sicherheit. Aber die Tür ist zu. Ja. Und jetzt habe ich dann gleich verkackt, wenn die Trojanerin tot ist. How to open a fucking door in Mass Effect? I have no fucking idea. Ja, zu den. Ja, da genau dorthin möchte ich ja. Aber ich komme ja nicht hier rein. Jetzt ist sie tot. Und jetzt? Dum, dum, dum. Haben wir jetzt verkackt? Oder warum ist die Black Screen angesagt? Wichtige Mission gescheitert! Letzten Spielstand weiterspielen! Oh je, ich habe nicht gespeichert. Also. Hä? Aber wie kommen wir denn da hin? Warte, was ist das für eine Tür? Hier kommen wir auch nicht durch. I don't get it? Hm. Was? Hm. Ich meine, durch dieses entsichert und geladen. Durch dieses Geballere hier komme ich ja echt zügig. Ich mache dich fertig. Ja, blaber nicht so viel. Wow, wieso bin ich so schnell jetzt? Ach, jetzt ist, guck mal, jetzt können wir das hier wieder öffnen. Warum auch immer. Schön, dass du mal Medigel anwenden kannst. Was ist hier los? Ach, hier ist das! Wo ist der Shadow Broker? Wo ist Fist? Die kommen gleich. Wo sind die Beweise? Keine Chance. Der Deal ist gelaufen. Mein Gott. Fist hat mich reingelegt. Ich wusste, dass ich ihm nicht trauen kann. Ich habe mich um ihn gekümmert. Alles in Ordnung? Sind Sie verletzt? Ich kann auf mich aufpassen. Aber ich weiß Hilfe zu schätzen. Wer sind Sie? Ich heiße Shepard. Ich suche Beweise dafür, dass Saren ein Verräter ist. Dann kann ich Sie jetzt für meine Rettung belohnen. Aber nicht hier draußen. Wir müssen an einen sicheren Ort. Das Büro des Botschafters. Dort ist es sicher. Er will die Beweise sowieso sehen. Also hätten wir jetzt ein neues Squad. Sie machen mir das Leben nicht leichter, Shepard. Kämpfe in den Bezirken, ein Angriff auf Koras Nest. Wissen Sie, wie viele? Was? Wer ist das? Eine Quarianerin? Was haben Sie vor, Shepard? Sie wollten Beweise dafür, dass Saren ein Verräter ist. Hier sind sie. Wirklich? Vielleicht fangen Sie lieber von vorn an, Miss... Mein Name ist Tali. Tali Sora Naraya. Wir kriegen hier nur selten Quarianer zu sehen. Warum haben Sie die Flottille verlassen? Ich war auf einer Pilgerreise, meinem Übergang in die Welt der Erwachsenen. Davon habe ich ja noch nie gehört. Es ist eine Tradition bei meinem Volk. Wenn wir erwachsen werden, lassen wir die Schiffe unserer Eltern und unseres Volkes zurück. Allein suchen wir nach den Sternen und kehren erst zur Flottille zurück, wenn wir etwas von Wert gefunden haben. So können wir beweisen, dass wir es wert sind, erwachsen zu sein. Nach was für Dingen suchen Sie denn? Das können Ressourcen wie Nahrung oder Treibstoff sein, neue nützliche Technologien oder Wissen, das der Flottille das Leben erleichtern kann.
Durch unsere Pilgerreise beweisen wir, dass wir etwas zur Gemeinschaft beitragen können und keine Last für unsere beschränkten Ressourcen sind. Oh, das ist Skype im Hintergrund. Entschuldigung, aber wir sagen einfach bitte. Sagen Sie uns, was Sie gefunden haben. Bei meinen Reisen habe ich Berichte über die Geth gehört. Seit sie mein Volk ins Exil getrieben haben, sind Geth immer im Nebel geblieben. Ich war neugierig. Ich verfolgte eine Geth-Patrouille zu einer nicht verzeichneten Welt. Dann wartete ich darauf, dass sich einer von seiner Einheit entfernt. Ich deaktivierte ihn und entfernte seinen Speicherkern. Ich dachte, die Geth frieren ihren Speicherkern ein, wenn sie sterben. Eine Art Verteidigungsmechanismus. Wie ist es Ihnen gelungen, den Speicherkern zu erhalten? Mein Volk hat die Geth erschaffen. Mit etwas Geschick, Umsicht und Glück kann man manchmal kleine Datenspeicher sichern. Der Großteil des Kerns wurde gelöscht, aber es gelang mir, einen Teil des Audiospeichers zu retten. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Das ist Sarens Stimme. Das beweist, dass er am Angriff beteiligt war. Er sagte, Eden Prime hätte seine Suche nach der Röhre einen Schritt vorangebracht. Kann sich jemand vorstellen, was er damit meint? Die Röhre muss irgendetwas mit dem Sender zu tun haben. Vielleicht geht es um proteanische Technologie, wie eine Waffe. Moment, da ist noch etwas. Saren hat nicht alleine gearbeitet. Eden Prime war ein großer Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Ich kenne die andere Stimme nicht, die über die Reaper spricht. Ist das eine neue Form Außerirdischer? Laut Speicherkerninformationen waren die Reaper ein hyperfortschrittliches Maschinenvolk, das vor 50.000 Jahren existierte. Die Reaper haben die Proteaner ausgelöscht, dann sind sie verschwunden. Zumindest glauben die Geth das. Klingt ziemlich weit hergeholt. Sie hat recht, das ist nicht weit hergeholt. Oh. Die Vision auf Eden Prime. Jetzt verstehe ich sie. Ich sah, wie die Proteaner von den Reapern vernichtet wurden. Die Geth verehren die Reaper als Götter, als Gipfel des nicht-organischen Lebens. Und sie glauben, dass Saren weiß, wie man die Reaper zurückholen kann. Oh, das wird dem Rat gefallen. Das ist ein ziemlicher Hammer. Sie könnten einfach alles ignorieren, was wir ihnen sagen. Was sie auch von dem Rest halten mögen. Diese Audiodateien beweisen, dass Saren ein Verräter ist. Der Captain hat recht. Wir werden es dem Rat vortragen. Und was ist mit ihr, der Quarianerin? Mein Name ist Tully. Sie haben mich in der Gasse gesehen, Commander. Sie wissen, was ich kann. Lassen Sie mich mitkommen. Ich dachte, Sie wären auf einer Pilgerreise. Die Pilgerreise beweist, dass wir uns für das Allgemeinwohl einbringen wollen. Was sagt es wohl über mich aus, wenn ich diese Sache ignoriere? Saren ist eine Gefahr für die gesamte Galaxie. Meine Pilgerreise kann warten. Mir ist jede Hilfe recht. Vielen Dank. Sie werden es nicht bereuen. Anderson und ich gehen voraus und bereiten beim Rat alles vor. Sie können sich kurz sammeln, dann treffen wir uns im Turm. So, damit haben wir auch Tully dabei. Tully hat eine riesen Tech-Stärke. Vielleicht kann die uns für uns dann immer alles machen. Aber die hat absolut keine Kampfstärke. Das hat nur sie und... ich hatte jetzt ein Frauenteam. Ich bin mal gespannt, was noch für zwei Figuren hier auftauchen. Deswegen, ich will noch Garrus mitnehmen. Haben wir eine ziemliche Tech-Stärke, aber keine Kampfstärke. Ist halt die Frage, ob ich jetzt Ashley lieber mitnehme oder Tully. Ich will mal Tully mitnehmen, dann haben wir mal ein ganz unterschiedliches System. Ich mache hier erstmal ein Päuschen, würde ich jetzt sagen. Ach, ich muss den Spielstand dann noch speichern. Es ist ein bisschen, ich finde es ein bisschen sehr komplex, hier so die Sachen zu finden, die ich wirklich finden muss. Ich meine, ich habe eher den Eindruck, ich finde alles auf gut Glück, als dass ich wirklich einen Plan habe, wo ich hergeben muss. Aber ich denke, wir machen das schon ganz gut soweit. Und, oh, ich habe irgendwie die Waffen gewechselt. Wie ballert sich denn mit der? Ach du Scheiße.
Ja, ich dachte, ich probiere mal andere Waffen aus. Nun gut, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder und bis dahin, tschüss. Willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Entschuldigung. Ja, wir sind immer noch hier. Wir haben jetzt hier den lieben Garrus und die Tali Zora. Wir nennen sie ja nur Tali insgeheim. Und ich habe schon vergessen, wo wir eigentlich hin müssen. Deswegen laufe ich jetzt einfach mal. Vielleicht haben wir auch ein Questbuch. Ich verstehe, was Sie sagen. Aber diese Anschuldigungen sind eine ernste Sache. Ich kann nicht einfach... Das ist eine ernste Sache. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Ich habe vertraulich und unter vier Augen mit der Konsortin gesprochen. Und sie hat dieses Vertrauen missbraucht. Kein Problem. Ich werde mich darum kümmern. Störe ich hier irgendwie? Ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Ich denke, Sie haben sich verirrt, Erdenclan-Mensch. Ich glaube auch. Ihren Botschafter finden Sie nebenan, in dem großen Büro. Tadelnd, zurechtweisend. Seien Sie nicht so unhöflich, denn Sie könnten sich zumindest vorstellen. Nun gut. Ich bin Dean Korlak, der Botschafter der Volos. Oh. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Erdenclan-Mensch? Mal gucken. Botschaft? Was ist das für ein Ort? Sie befinden sich in der Botschaft der Völker Volos und Elkor. Ihren Botschafter finden Sie nebenan in seinem eigenen Büro. Ja, voll die geile Stimme. In diesem Gemeinschaftsraum unterstütze ich die Volos-Bürger, wenn ich nicht davon abgehalten werde. Entschuldigung. Ich würde gern mehr über die Volos erfahren. Ich bin sicher, dass unsere Geschichte und Kultur Sie langweilen würden, Erdenclan-Mensch. Nein! Sie irren. Ich würde tatsächlich gerne etwas über Ihre Geschichte erfahren. Mein Volk kam zur Zitadellstation kurz nachdem die Asari und die Salarianer sie entdeckt hatten. Wir waren an der Etablierung der standardisierten galaktischen Ökonomie beteiligt. Doch trotz unserer langen Verbindung zur Zitadelle und unseres Beitrags zur galaktischen Gesellschaft haben wir immer noch keinen Sitz im Rat. Das ist gemein. Das finde ich wirklich... Erzählen Sie mir bitte von der Kultur der Volos. Das geht nicht so. Wir sind ein Stammesvolk, aber nicht gewalttätig. Wir kaufen und verkaufen unsere Länder und Stammesmitglieder und mehren so unseren Reichtum. Größere Stämme übernehmen häufig kleinere, um sich dann später wieder aufzuspalten. Unsere Gesellschaft ist sehr flexibel und unsere Regierung befindet sich im ständigen Umbau. Das ist sehr interessant. Da wir nicht über große physische Stärke verfügen, bieten wir unsere Dienste im Austausch für Schutz an. Was für Dienste habt ihr denn dann? Was genau machen Sie hier? Ich versuche, die Interessen der Volos zu vertreten. Keine einfache Aufgabe, da der Rat es meistens vorzieht, uns zu übersehen. Tadelnd, zurechtweisend. Der Rat hat eine hohe Meinung von Ihrem Volk. Sie sind ja so naiv. Der Erdenclan wird schon lange einen Sitz im Rat haben, bevor wir diese Ehre erfahren werden. Warum haben die Elkor und Volos keinen Sitz im Rat? Alle Völker müssen sich als geeignet beweisen, bevor sie einen Sitz im Rat bekommen. Aber das gilt natürlich nicht für den Erdenclan. Wieso? Ablehnung zeigend. Ignorieren Sie den Volos-Botschafter einfach, Commander. Seine Ansichten entsprechen nicht der Wahrheit. Wirklich? Wie lange warten wir denn schon? Und wie lange sollen wir wohl noch warten? Es ist widerlich. Und es hat sowieso keinen Zweck, mit Menschen zu sprechen. Hey, sei nicht so gemein. Sind Sie irgendwie schlecht gelaunt? Sie wirken immer so schlecht gelaunt und angespannt, Din. Die Menschen sind Neuankömmlinge auf der Zitadelle. Und dennoch scheint der Rat sie zu bevorzugen. Sie sind halt cool. Und zurechtweisend. Ihrer Spezies wurden viele Zugeständnisse gemacht. Das Volos-Territorium hat sich verzehnfacht, seitdem sie auf Zitadelle sind. Na und? Nebensächliche Details. Wir haben immer noch keine Mitsprache bei Entscheidungen im Zitadellraum. Ja. Auf Wiedersehen, Botschafter. Ja, ja. Auf Wiedersehen, Erdling. Kann ich mit dir reden? Freundlich begrüßend. Es ist mir immer eine Ehre, einen Menschen willkommen zu heißen. Hallo! Mein Name ist Botschafter Kalen, zu Diensten stehend. Was möge ich heute für Sie tun können? Warum leiten Sie immer ein, was Sie sagen werden? Mein Volk pflegt sich weniger durch Worte, als vielmehr durch Geruchssinn und leichte Bewegungen zu verständigen. Oh. Offen sprechend.
Wir stellen fest, dass gesprochene Sprache allein nicht ausreicht, unsere Gefühle im Rahmen von Konversationen mit anderen Völkern zum Ausdruck zu bringen. Oh, wie cool. Wozu diese Mühe, Kaelin? Den Leuten vom Erdenclan ist die Lebensweise anderer Völker doch vollkommen egal. Überhaupt nicht, ich finde das voll spannend. Bedauernd. Dies kann nicht ihre aufrichtige Meinung sein, Din. Sollte ich mich täuschen, empfinde ich tiefes Mitleid mit ihnen. Erzählen Sie mir von Ihrem Volk. Echter Enthusiasmus. Ich erzähle gern die Geschichte meines Volkes. Ich teile unsere Kultur nur zu gern mit anderen. Das ist voll geil, weil der spricht ja wirklich total in einer Stimmlage. Also man kann ja wirklich nicht sagen, und dass er einfach so echter Enthusiasmus am Anfang setzt, ist total geil einfach. Erzählen Sie mir von der Geschichte und Herkunft der Elkor. Die Elkor hatten soeben damit begonnen, die Galaxie im Bereich des Zitadellsektors zu entdecken, als wir auf Asari trafen. Mit ihrer Hilfe fanden wir das unserem System nächstgelegene Relais und somit die Zitadelle. Stolz gesprochen. Innerhalb nur einer Generation vermochten wir, eine reguläre Route zur Zitadelle zu etablieren und eines der umtriebigsten Völker auf dieser wundervollen Station zu werden. Oh, die gefallen mir. Ich möchte mir gerne etwas mehr über die Elkor-Kultur erfahren. Ehrlich gesprochen. Wir Elkor bevorzugen die Sicherheit und Geborgenheit unserer Kolonien vor den Unwägbarkeiten des Alls. Unsere Gesellschaft besteht aus kleinen, eng verbandelten Gruppen, wobei wir Gäste immer gern willkommen heißen. Unsere Regierung beweist hohe Kontinuität. Unser Volk schätzt keine plötzlichen Veränderungen. Was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? In Bescheidenheit. Ich trage die Probleme und Wünsche der Elkor-Bevölkerung dem Rate vor. Ach was. Sie geben uns nur diese Positionen, damit wir stillhalten. Dem Rat sind unsere Völker doch ganz egal. Das ist voll der Pessimist, der Typ. Tadelnder Widerspruch. Ihr Tonfall ist unentschuldbar, Din. Diesen Menschen trifft keine Schuld für ihren Unmut oder ihre haltlosen, hysterischen Verdächtigungen. Auf Wiedersehen, Botschafter. Aufrichtig. Alles Gute, Menschen-Commander. Woo! Ihnen eine gelungene Zeit auf der Zitadelle. Warte, du bist Seeltan und ach, das ist der Kali. So, dann Mama. Bedauernd erklärend. Seid gegrüßt, Menschen-Commander. Leider bin ich gerade beschäftigt und darf mich nicht ablenken lassen. Hallo, ich bin gerade aufgestanden. Bitte sprich mich nicht an. Lass mich in Ruhe. So klingt er. Sie scheinen sehr bedrückt zu sein. Kann man Ihnen helfen? Alarmiert nachfragend. Sie haben das gehört, nicht wahr? Es läuft alles falsch. Und schuld daran ist diese Asari-Konsortin. Sie hat die ganze Sache ausgelöst. Wer ist diese Asari-Konsortin? Erstaunt nachfragend. Sie kennen sie nicht? Sie müssen neu auf Zitadell sein. Alle hier kennen Shaira, die Konsortin, betroffen seiend. Ich kann nicht mehr über dieses Problem sprechen. Das alles ist eine Katastrophe. Sie hat meine Autorität als Diplomat korrumpiert. Wo kann ich die Asari-Konsortin finden? Wegbeschreibung gebend. Sie finden sie auf der anderen Seite der Brücke. Sie können ihre Räumlichkeiten nicht verfehlen. Auf Wiedersehen, Menschen-Commander. Okay. Haben wir sonst noch hier irgendwie was? Garrus, was sagst du denn dazu? Die Botschafter haben diesen wunderschönen Park, um darin zu relaxen. Allerdings sind die meisten zu beschäftigt, um ihn überhaupt zu nutzen. So viel Platz. Tausende meiner Leute könnten hier leben und einander kaum sehen. Ha, wie geil. So, am anderen Ende der Brücke. Wir sind viel zu viele. Okay, das ist eh nicht. Okay, dann gehen wir hier hin. Öffnen. Wow. Alter, wo bin ich? Ach! Entschuldigung, Commander Shepard. Hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit für mich? Was ist denn? Commander Shepard, mein Name ist Samish Bhatia. Hallo. Bitte halten Sie mich nicht für aufdringlich, aber ich weiß nicht mehr, an wen ich mich wenden soll. Ich helfe immer gern. Ja. Kein Problem. Was kann ich für Sie tun? Oh, falsche. Meine Frau war eine Marinesoldatin in der 212. auf Eden Prime. Oh. Ich habe beantragt, dass mir der Leichnam meiner Frau für die Urnenbestattung überstellt wird, aber das Militär hat abgelehnt.